Und damit herzlich willkommen zu Pokepark Wii, Pegajus großes Abenteuer. Eingesperrt. Nadelsüßer. Ich wollte sagen, Nadelsüßer. Und dann macht der Boom. Diamanten dank den Creeper. Diamanten dank den Creeper. Diamanten dank den Creeper. Diamanten! Und Opa will die auch freilassen. Nice. Also nicht freilassen. Nicht freilassen. Was? Mike hat keine einsatzbereiten Pokémon mehr. Mike fällt den um. Was? Leute, was zum Teufel ist gerade passiert? Ich komme jetzt auf. Schisser, Hosenpisser. Ich hab daneben geschossen. Nein. Strange Rubber Objekt? Was? Hey Baby, Baby, wo bist du? Willst du damit spielen? Mit den Strange Rubber Objekt? Nein. Auf jeden Fall. Hatten wir das schon mal aufgenommen. Hier ist eine kleine Szene, wie das abgelaufen ist. Also wie viele Herzen? Ich bin voll. Ich bin auch voll. Geh weg, Leon. Oh Gott! Ich weg! Scheiße! Leon! Leon, hinter mir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist nicht dein Herz. Ich bin tot. Ein Herz. Hey Leute, ich muss euch unbedingt was erzählen und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Also, ich war heute im Laden und hab mir einen Lolli gekauft und... Wer könnte das denn nur sein? Ich weiß es nicht. Ich lass mal mit. Auf Leon, lass uns doch mal die Lava erkunden. Lass uns sie doch mal erkunden. Bist du irgendwie geistig gestört? Das war ein Test. Ja. Dann haben wir War und dann dieses lila Depp-Emoji. It's okay to be gay. Lesbian gleich triggert. Finde ich so geil. Aber ich bin bereit zu gewinnen und nicht zu verlieren. And his name is John Cena. GG! Hallo! Wo bin ich denn nur? Na, wo bin ich denn? Ups! Bin gestolpert, tut mir leid. Tut mir leid. Kritischer Fehler? Ja, tut mir leid, Mann, ne? Wir haben jetzt einen kurzen Endlos-Loop, während ich was trinke. Also, das Bild ist wie die Mona Lisa. Ich meine, guckt euch das andere an. Das erkennt er. Aber das hier nicht.
Perfekt. Das erkennt er. Das hier. Aber das hier nicht. Ja. Alter. Der arme Knochen trocken. Der ist fett, der passt. Der wird das schon überleben, denke ich. So. Wie wir wissen, können fette Leute alles überleben. Hey guys, welcome to a new ASMR video. This is episode 90 and today we are going to eat this eating paper. I think it's called in England. And if you're wondering why I have this hat on and you can't really see my face, it's because if I show my face, everyone will leave this video, so yeah. Tag 2. Mittlerweile spielte ich das Spiel für einige Stunden. Naja, ich war krank, also machte das nichts. Ich musste nicht zur Schule und hatte Langeweile. Aber ich habe mittlerweile einen so hohen Score erreicht, ich kann jetzt nicht aufhören. Mein Score lag mittlerweile bei 600 Millionen. Ich habe so viel Zeit darin investiert. Auch wenn ich die meiste Zeit nur auf dem PC-Bildschirm starte, weil die vielen Senix, Uwes und Cudafields eigentlich die ganze Arbeit für mich machten. Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott, nein. Gomme ist hier. Oh mein Gott, Leute, Gomme ist in meinem Minecraft-Server, meinem Christian Minecraft-Server gekommen und hat alles gegrieft. Like diese Episode, wenn Concraft als nächstes kommen soll. Sie meinte, wie wär's, wenn du als Bot für mich arbeitest auf meinem YouTube-Channel? Ich stimmte zu und sagte, wie viel bekomme ich denn dafür? Sie hat mir gesagt, ich bekomme 5 Bananen pro 1000 Views. Ich startete F5 zu spammen. Ich wusste nicht mal genau, ob es überhaupt klappt. Ich wollte es nur unbedingt machen. Allein wegen diesen 5 Bananen. Bananen. Nun, folgendes raubt mir da den Schlaf. Meine Freundin und ich wollen morgen cosplayen. Das wird mein erstes Mal. Und ich bin schon so richtig... Ah, Mitzi, nein! Interessant, das erste Mal. Mitzi, nein! Komm, screenshotte das. Egal, so, let's go! Warte, duck mal, duck dich mal. Nein, 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 lass mal. Duck dich mal. Ich kann auch ZL einfach. LOL! Ey, was ist das? Aber Daddy, wir müssen aufpassen, wir waren nämlich 100%. Nein, nein, lass mich los! Nein! Ja! Warte, ich bin auf dich. Ich bin dumm. Was mach ich? Nein! Lass mich! Hör doch auf! Du machst alles, weil nicht schießen! Wir brauchen es noch! Nein, lass mich! Okay, oh Mann, totales Desaster hier! What? Was? Neuer Main. Mario? Okay. Das war's wert, das war super. Jetzt schon? Oh mein Gott, was? Jetzt schon? Ich dachte 36. Yo! Oh mein Gott, ja, jetzt war's! Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Hoffentlich wird es ein gutes Pokémon. Bitte sieht's gut aus. Bitte ist. Inteleon?
Was? Hä? Das sieht aus wie so ein Zahnstocher. Mit einem Mew-Schweif und... Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Was ist das? Was? Wenn es jemandem scheiße geht, antworten wir den nachfolgenden Satz. Meine Tante heißt Barbara. Eichhörnchen sind immer unzutrieben. Diese Erkenntnis ist elementar. Eichhörnchen. Ich und Kim war mal ein Paar. Komm mal, Zaubermann. Juhu! Pass gut auf, denn das sind die neuesten Moves! Pass gut auf, denn das sind die neuesten Moves! Oh Mann, Ben! Obwohl, jetzt kommt's. Achtet mal auf seinen Rücken. Da kommt nicht ein Mauszeiger. Den Mauszeiger gesehen. Hallo Mike, ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Ich habe deinen Computer gehackt und nur ich besitze das Passwort für die Ransomware. Wenn du deinen PC wieder benutzen willst, musst du dir alle Folgen von DDLC Try Not To Love hintereinander anschauen. Überlege deine Entscheidung klug. Nein. Willst du leben, Nein. aber dafür kurz leiden Nein. oder sterben? Wahahaha. Oh no! Ein Samurai, aber diesmal in XXL. Was? Das ist Bockmeier! Das ist Bockmeier! Lol, das ist halt wirklich Bockmeier. Schnell! So viel weiß ich auch noch. Letzte Frage, was fressen Gorillas? Gorilla. Was steht da? Döner. Hä? Geht gar nicht. Bei Döner ist einfach hier. Hä? Döner. Hä? Es geht nicht. Ich kann stoppen, weil ich bin. Hier ist bei Döner nichts. Stell dir vor, du stirbst. Creeper? Oh man. Hi. Was? Wenn er dich sieht, dann lauf. Was? Ist er das? Ist er der, der mich sehen soll, nicht sehen soll? Oh Gott! Was? Oh Gott! Ah! Hilfe! Oh. Diversion! Turn down forward! Oh nein. Die Widow muss jetzt gleich reingehen. Versuche einfach aus ihrem Schussfeld rauszubleiben und gehe einfach dann all in, wenn sie nah ist. Wenn sie nah ist. So, jetzt kannst du mir nichts mehr. Ich habe jetzt 500 Mal gesagt, wenn sie nah ist. Wenn du jetzt gleich auf Range gehst, hasse ich dich. Wenn sie nah ist! Was hab ich gesagt? Wer hat diese Scheiß-Dinger Du warst das! Oh
Oh, das ist fies. Dein No-Skin gewinnt, komm. Nein, nein, Mitzi, das darf nicht nochmal passieren. Ja, oh mein Gott, viermal in Folge. Mitzi, wenn ich jetzt nächste Runde verliere, ich werde mir das niemals verzeihen. Dann schaust du ein Jahr lang keinen Fußball. Dann schaue ich kein Jahr keinen Fußball. Ich hab's eingeschworen. Kein Jahr keinen Fußball. Ich hab's geschafft. Ah, oh, das schaffe ich auch noch. Hä, bei mir ist nicht qualifiziert, obwohl ich. Nein, Mützi! Mein Spiel hängt! Oh mein Gott. Fuck! Von was? Oh, wer hat diese scheiß Bienen dahin gestarrt? Ich weiß ja nicht, vielleicht war's. Ach, ich weiß, wer es war. Du warst das. Statt auf der Playsy zu sitzen und Fortnite zu spielen, sollte er lieber mal seine Hausaufgaben machen. Hi, Billy, na? Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht, Billy? Billy, nein! Billy! Hallo, ah! Hallo, Leute. Hallo, Leute. Wir hatten so eine Soundlink gehabt, Leute. Aber Chris hat mich geärgert und jetzt ist mein... Wir spielen heute eine weitere Beerdigung. Wir beerdigen heute das Pokémon Groudon. Groudon war ein sehr starkes und auch sehr... Ach warte, ich habe noch einen Lockschaden. Doch durch ein ekelhaftes Bisaflor, was Mike gerade eigentlich indirekt weggetriggert hat, weil Mike nämlich Mike Bisasam auf Twitch heißt und ich wurde von seiner letzten Entwicklung einfach mal gewone-shottet. Rest in Peace, Groudon, Leute. Ab in den Chat damit. Rest in Peace, Groudon. Hey Chris. Ja? Ich verzeih dir das nicht. Nein, Niggi. Es reicht. Ja, du hast recht. Es reicht. Nein! Ich verlasse jetzt diesen Raum! Ah, ich bin sowieso gestorben. Oh Gott, ich hab mein Grafiktablett gerade kaputt gemacht. Oh Mann! Alles für die Klicks, Leute! Alles für die Klicks! Oh nein. 2006. Oh mein Gott! Max! Ja! Ja! Yes! Mache ein Rennen, wer schneller zu Zelda kommt, okay? Von uns beiden. Okay. Hier, wir stoppen hier die Zeit. Warte, ich halte das hier so. Jetzt sitze. Okay. Warte, wegen der Cam. Okay. So, jetzt go. Wer zuerst zu Zelda kommt. Man kann die Vibrationsstärke so ändern. Jetzt kann man mit seinem geilen Motor flexen. Das funktioniert nicht. Stacheln und jedes Mal, wenn dein Folger gegen diese stieß, hörte ich grausame Schreie und Blutspritze auf dem Bildschirm. Nachdem alle gefallen waren, stand oben 42 Überleben und ich hörte Kefkas Lache aus Final Fantasy. Das verwunderte mich, da ich noch nie ein Final Fantasy Spiel gespielt habe und eigentlich wusste, wer Kefka war. Dante? Minecraft! Es ist Minecraft! Es ist Minecraft! Was? Ich schaff das! Du musst sie einfach nur berühren. Hey! Der wollte cheat, hab ich gesehen! Was passiert gerade? Hi, Random Sense! Schau mal auf das Bild! Geist! Das erinnert mich gerade irgendwie an. Okay, das ist gerade ein bisschen random, auf einmal liegt hier so eine Zelda-Plüschtier. Das Ding ist, wir haben gerade ein Wettrennen, wer zuerst zu Zelda kommt.
Ich brauchte irgendwas, hatte ich gerade hier rumliegen auf meinem Schreibtisch. Wie das auf der Kamera aufsehen. Max, hast du gerade eine plus 2? Ja. Komm! Digga, wen wollt ihr verarschen? Ja, dich! Oh, oh, nein! Mein Herz ist auf 180. Nein! Wer meint denn Nintendo? Komm, Chris, gewinn! Oh, schade, ich dachte jetzt... Nein! Ich will nicht warten! Nö, jetzt musst du warten. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt muss ich ziehen. Wollt ihr mich zufällig? Rein zufällig! Ja. Rein zufällig! Verarschen! Hä? Wieso komme ich da nicht rüber? Junge, ist ihr irgendwie bescheuert oder so? Da ist der Rechner! Nein, oh, ich glaub schön. Nicht den. Na! Schön, dass der Schneemann es wenigstens. Du musst da rüber! Du musst da rüber! Na. Nein, du musst da. Ja, okay, er hat's mit sie herausgefunden. Matendo? So, ja. LOL, wieder nichts gerade. Hast du zufällig eine plus 2 Ziehkarte? Nein. Dann musst du warten. Ja, okay. Max, hast du zufällig eine plus 2 Ziehkarte? Nein. Gut, dann musst du warten. Ja, okay. Das ist sehr angemessen. Matendo? Rathahn. Ja. Hast du zufällig eine plus 2 Ziehkarte? Oh, Junge! Da musst du warten. Komm. Natürlich. Wenn er jetzt durchkommt. Na, Punch! Komm, Kaffee! Lust, Tricky! Nein! Cuphead ist tot! Well, Cuphead is permanent. They are dead. And then there's Cuphead! He's dead. Kann ich, darf ich nicht sehen? Ja, ich darf nicht ziehen, gut. Oh nein! Tut mir leid, Mike, dass ich das nicht richtig gezogen habe. Mir tut's leid an Chris. Mir tut's leid an Max! Nein! Ich glaub nicht an Corona, das ist halt einfach so. Wie kannst du nicht an ein Virus glauben? Wie geht das? Ich will das auch können. Ich glaub nicht an Corona, das ist einfach so. Nein, der Bürgermeister. Bin ich. Let's go! Daddy! Daddy! Ja, dann greif an! Greif an! Das ist dein Scheiß Ernst! Nee! Ich dachte, ich soll anfangen! Ja, eben! Du sollst doch greifen! Egal! Wow! Heil mich einfach! Es geht noch, es funktioniert noch! Okay, das bin ich jetzt dran. Ich bin dran. Nein, ich hab noch nicht. Ist mir egal! Hey, wie schnell! Mach's fast! Ich mach's sofort, wenn ich's hab! Mach! Oder los, ist... Los! Auf die Sand! Daddy! Ich hab's, jetzt bist du dran! Okay! Was machst du denn? The squirrel, who had big nuts. His nutsack was so big that it would drag on the ground everywhere he went. Dee had a friend named Sarah, who loved nuts. Sarah would go around the town trying to put everyone's nuts in her mouth. Sarah loved how big Dee's nuts were. His nuts were her favorite.
They were the biggest nuts she had ever seen. Stop! She would play with his nuts all day. And sometimes, even at night. Sometimes her mum would join. What the fuck? They would take turns holding Dee's nuts at night. Night. Sometimes Sarah would even try to put both of its nuts in her mouth at once. Cut! Cut! Kinderfreundlichkeit! Kinder! Ja? Oh mein Gott, nein! Das hört sich sehr minderjährig an! Leute! Pico ruft an! Verzögert. Warum ist er rumwackeln? Was ist mit dem? Alter, macht ihr das immer noch? Audio Jungle. Ich glaub, ich komme später noch mal wieder. Bis später dann. Wer kennt das nicht? Manchmal wünscht ihr euch einfach nur, ihr könntet schneller sterben. Ja, und zwar habe ich da die ultimative Lösung gefunden. Und zwar das Fluchtseil. Das sieht dann in der Praxis ungefähr so aus. Ey, das ist meine Idee! Und zwar ist es, eignet sich es nicht nur, um aus Höhlen zu flüchten, sondern gleich auch aus dem Leben. Der Mike, mal nicht gleich den Teufel in die Wand. Ich hab Angst, okay? Ich hab mir auch gedacht, Finsterbälle zu kaufen lohnt sich nicht unbedingt. Ich meine, klar, meistens bin ich ja am Abend. Nein! 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 Weiter geht's. Machen wir die Musik wieder an. Weiter geht's. Annie, gehen Sie bitte nach vorne. Präsentieren Sie uns, was Sie vorbereitet haben. Ich hab Angst. Jetzt verpiss dich. Okay. Einfach doch. Siehst du aus, als hättest du ein Problem. Hä, hast du die aus? Ich hab nichts ausgepackt. Ich werde immer hungrig, während ich das. Ja, jetzt präsentiere die für dich. Du hast irgendwas gedrückt. Das klingt nach einer Was? Schau dir das hier mal an. Okay. Nee, wisst ihr was? Das wäre sogar nett. Oh. Okay, wenn es die ganze Zeit Genesung spammt, dann spamme ich halt die ganze Zeit Heilung zurück. Katze, gehen Sie bitte nach vorne. Okay. Okay, Herr Lehrer. Also, ne? Ja. Ihr kennt das ja auch, ne? Ich hasse Sakura, ich hasse Sakura, ja? Also, das ist ja gut. World is mine. The planet which we call home is my property. This sphere is my property. It's really under my position. I am on the title. Good deal. Mine. Very I do. Me. That front fears belong to me. Mine. Mine. Oh. Okay, das war funny. Sie scheint kein Genesung mehr zu haben. Ja, dann auf da! Nein! Oh, ich hab vergessen, dass sie Top-Genesung hat. Okay. Dann spielen wir das Spielchen noch einmal. Ah!
ist das? Das Problem ist, eindeutiger Gewinner. Ja! Ja! Ein Filmschauen ist einfach schon ein Real. Oh, hi Chris! Hi Chris! Chris! Die beiden sind die schwersten, die ich je gemacht habe. Spring dir mal die Ärztin ab und spare dir die Kopfschmerzen. Okay. Ich tippe dich nicht hoch. Nein! Ich gehe doch mal stark davon aus, dass du keinen Schutzengel hattest, der dir immer die Rätsel erklärt hat. Es hat noch ein Top-Genesung. Okay, das war ein drittes Top-Genesung. Mehr als drei kann sie doch nicht haben, oder? Sehr gut, dass es Bigotik bekommen hat. Sehr gut, Knacker kriegt das nicht. Sehr gut. Ich force sie einfach, ihre ganzen Top-Genesungen einfach jetzt zu verschwenden. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Taktik, was ich hier mache. Ich meine, klar, sehr zeitauffressend, aber ansonsten... Ansonsten passt es. Aber meine AP... Schreien. Ich hab 5 AP. Komm, ich jetzt alle auf... verbrauchen. Komm her! Komm her! Was bleibst du noch einfach stehen? Komm doch her! Du bist so ein verdammter Vollidiot! Wieso hast du keine schlaue AI? Wieso bleibst du einfach inmitten der Gegner stehen? Da war ich also nun dran, dieses Regigas zu shiny handen. Leider wusste ich damals nicht, wie lange diese Hand gehen würde. Zwischendurch ist mir auch einmal mein Safe fast weggegangen. Am Anfang habe ich diesen Shiny Hand fast daily auf Twitch gestreamt, aber irgendwann wurde mir das einfach zu blöd und ich habe es dann einfach in meiner Freizeit weitergemacht. Das bedeutete wiederum, dass ich mich nur auf Shiny Handen konzentrierte, statt Videos aufzunehmen oder zu schneiden oder zu streamen. Zocken war auch schwer, weil ich ja aktiv immer noch handen wollte und ich somit oftmals einhändig spielte. Ihr denkt das sicherlich gerade. Aber es hat wirklich ungefähr einen ganzen Monat gedauert, von morgens bis abends zu handeln. Ganze Wochenenden gingen dabei drauf. Ich hatte wirklich nichts anderes mehr im Leben, als diesen Riesen beim Farbwechsel zuzuschauen. Ich hab doch! Guck mal, es trollt der... Oh, kein Wunder, dass Leute hiervon geredet haben, dass das so schwer ist. Ich hab mir schon gedacht irgendwie, ja, so schwer war das jetzt gar nicht. Ich dachte, vielleicht liegt es daran, dass wir Controller spielen, die damals mit Wii-Mode gespielt haben. Aber jetzt verstehe ich's. Das ist echt extrem schlimm! Wie willst du das predikten, Junge? Ja, ist klein. Und falls ihr schon dachtet, Regigigas hat lange gedauert. Nein. Immerhin schon 4 Punkte. Ja. Shiny, das war ein Shiny Sound. Mike. Was? Bei mir? Dampf, Plex. Welches denn? Wie ist gerade weg? Wo? Welches? Hä? Mike ist so komplett confused. Die waren shiny, ich höre den Sound halt nicht. Oh lol, Garados, hab ich noch nie gesehen. In diesem Spiel. Ist es schon weg? Ja, Mike. Das Grüne. Wo ist hier ein grünes Dammflex? Mike, du gehst nur weg. Oben? Oder hier unten? Lol! Es ist gerade abgehauen. Es ist gerade weg. Nee, es ist hier, es ist noch hier, es ist noch hier. Lol! Ja? Doch, es läuft. Alles klar. Ich such dich jetzt, okay? Ich bin in meinem Haus. Was ist in seinem Haus? Gerade zu seinem Haus. Zwei fucking Penner eingezogen sind. Wo ist dein Haus? Ja, hier. Ja. Ja, hier, wo ich bin. Ja, ist in der Nähe. Ey, Ben, ich hab einen Kumpel eingeladen. Darf der mitkommen?
Der ist so grün und stachelig und ja. Nee, er kommt jetzt rein, okay. Ich stelle so einfach jetzt um. Was ist fucking los mit dir? Was ist fucking los mit dir? Warum setzt du dich vor dem Bett, hä? Selber schon. Kannst du fucking mir alle Items geben, die mir gehören? Die, ich lass sie liegen. Ich bin gerade dabei, eine Kiste zu erstellen. Ihr fucking Alter. Ich kann doch nichts dafür, dass der Creeper dein Haus schleppt. Ich kann. Könnt ihr mir die Quartz geben? Ja, okay. Warte, ich geb dir die Quartz. Battle and Adventure 1.7.6.2-02 300 FPS, 300 Chunk Updates. Ja, gut, dann sammle ich halt Münzen. Ja, sag da unten! Ich muss es immer anstarren. Carmen? Und Kenny. Jetzt weg. Ja. Also hier sehen Sie den einen, der da unten raussticht. Das ist nämlich Mike und er hat einen sehr herausstechenden Humor, den die anderen Menschen leider nicht verstehen können und deswegen ist die Mehrheit schuld. Hey Mike, da kann man nichts machen. Also, ja, was soll ich da noch sagen dazu? Das war einfach abartig lustig und die anderen konnten es halt nicht verstehen, weil die keinen Humor haben. Ja, Darm. Jetzt macht er das doch. Geh sofort den Hut einsetzen. Wenn mich irgendwas treffen sollte. Oh, oh mein Gott, ich hab's ausgewichen. Okay, hallo. Schnauze halten, Schnauze halten. Okay, okay, ein Treffer noch. Nein. Nein. Ich war damals genau wie ihr. Ich hab mir gedacht, Mann, ich wünschte, ich könnte einfach eine Gummiente essen. Jetzt fragt ihr euch, was hat das mit einem echten Hasen zu tun? Naja, also, Enten stammen ja von Hasen ab, wie man sagt. Petro! Meine Krankheit spricht nicht nach Track! Trick und Tick, das sind schon tot. Du bist next! Meine Krankenreise sprengt dich nach oben! Ich komm nicht klar auf deinen Tod! Oh mein Gott! Das war... Oh mein Gott! Ja, mehr kann ich noch nicht so sagen. Was kann man dagegen machen?
Pommes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. You call me a failure, but I've seen your rapping skills. But by mir wirst du have many builds. You're messing with the wrong Amogus. Beating you ist einfach ein Muss. What the hell? Okay. Hab ihn? Yo! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wo ist andere, wo ist andere? Das da! Okay, entspannen, entspannen, entspannen. Ich schaff das, ich schaff das. Ich bin so aufgeregt. Jetzt kann ich ihn endlich killen. Ich schaff das. Mein Herz. Das halte ich nicht aus. Ein Leben hat er noch. Ja! I hate you! Und dich! Muss ich das jetzt nachmachen? Okay, du mach, warte, ich fall runter und du machst den Schrei. Okay. Okay, und los. Alter, ich hab fast mein Genick gebrochen. Du musst noch einen zweiten. Ey, komm, du mal. Ey, du hast dir drei Beine gebrochen. Können wir es vielleicht nochmal machen? Drei Beine, aua. Wen spiel ich eigentlich gerade? Achso, ich bin der Kleine, der kurze. Warte, der Typ heißt kurze Runde? Schau, kurze Runde. Kurze Runde, Junge. Rikscha. Kurze Runde. Kurze Runde. Siehst du nicht, dass es ein Helm ist? Nee, sieht aus wie ein Bucket mit Haaren drauf. Sieht aus wie Popschutz. Popschutz. Der Popschutz. Lisa bin, ne? Ah, war klar, okay. Ich hab keine Ahnung, was. Dafür funktioniert. Komm, wird schon. Okay, also. Leute! Oh. Ihr kennt ihn vielleicht noch. Den Popschutz. Leute, wie findet ihr mein neues Sea of Thieves auf dem 3DS? Alter, das ist echt schlimm. Was? Was zum... Moldorm! Was? Ey, dann... Ich komm nicht drauf klar. Wenn's sein muss. Also, Freunde, haltet euch gut fest, denn ich habe hier die einzig wahre Trinkflasche, die heilige Trinkflasche von Jesus. Was? Ja. Diese Trinkflasche aus dem Jahre 6 hat Jesus Christus immer mit zur Schule genommen. Er hat darin immer sein Wein versteckt, ihr wisst schon. Ich wollte in dich... Shiny! 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 Da drüben! da... Nein! 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 Bro! Es ist despawned! Hm? Also ich kann mich nicht mehr an den ganzen Traum erinnern, aber einmal habe ich halt kurz geträumt, dass wir Mario Party spielen. Oh, und Mann. Dann hat irgendjemand ein Buhu auf mich halt angegriffen. Und ich habe so auf den A-Knopf gehämmert, wie sonst immer. Und dann hat mir der Buhu trotzdem 2 Sterne und 50 Münzen gegeben. Alter! Komm schon her! Ihr seid so blöd, ihr seid so blöd, ihr seid so blöd, ihr seid so blöd! Ah. Ich warte nur auf Max seinen Text. Helf mal bitte mit.
Alter, they love swimming. Swimming. Ich hab's geschlagen, ich hab's geschlagen. Tötet es, bevor es Eier legt, tötet es, aber nicht mit Hammer. Alter. Niemand greift den Danny an und kommt damit ungeschadet davon. Du kommst auf den Krabbenburger, ob du es willst oder nicht. Und wenn wieder aufsteht? Und wenn er wieder aufsteht? Wie kannst du dir so sicher sein? Ich höre immer noch wieder schreien. Es ist so Creature-Spielzeug. Ach so. Also, Max, bitte hasst mich dafür nicht, aber ich habe hier das Gemälde von dem Beine gebrochenen Johnny. das Gemälde fasst die umfangreiche Legende dieses berühmten Pferdereiters zusammen. Slow Dancer. Hab ihn. Oh! Junge, ich dachte, es kommt ein zweiter Käfer, Alter. Junge. Ja, geil. Ja. Was zum? Warum? Warum? Nein! Stopp! Warum? Was? Nein! Hallo! Hallo! Seid ihr dumm? They love swimming. Ingi, ich wollte das schon immer sagen. Aber von allen Crewmates bist du der Einzige, mit dem man vernünftig reden kann. Genau das meine ich. Du bist so charmant, Ingi. Und jetzt küsst mich. Ja. Das überhaupt nicht. Ja. Ey, nein, ich möchte das widerrufen. Das ist Betrug. Warum? Ich habe 163 eingetragen. Und nicht 1 und nicht 2110. Das ist Betrug. Ey, war Ingi, du kannst nein, ja nicht... Nein, das ist Betrug! Es gibt ja nur von mindestens bis höchstens. Du hast wahrscheinlich unter mindestens gemacht. Nee, hab ich nicht. Hä? Ich hab genau das eingetragen, was da stand. So dumm. Wünsch dir was. Das war so eine schöne Nacht. Ja, ich weiß. Das war so schön, Ingi. Dir schockiert. Ich denke, es ist Zeit, dass wir... Ups. Leute! Ich glaube, das Paradox ist geschlossen. Gott sei Dank, ey. Ihr wisst gar nicht, was ich mir anschauen musste. Ich hoffe, euch hat das Best-of der letzten 10 Jahre gefallen. Boah, 10 Jahre. Wisst ihr eigentlich, was ich vor 10 Jahren gemacht habe? Wie möchtest du euch das vorstellen? Ich wollte damals unbedingt ein Player werden, hab meinen Vater nach einer Kamera gefragt. Er hat mir geholfen, das alles aufzubauen. Da habe ich einfach angefangen, Let's Plays aufzunehmen. So, aber richtig schlechte Qualität. Habt ihr am Anfang des Videos gesehen. Und ja, was habe ich in der Zeit erreicht? Was hat mich in 10 Jahren gebracht? 680 Abos. Das eine Video hatte 50.000 Aufrufe. Dieses eine Pokémon-Video auch ziemlich viel. Nehmen wir Spaß beiseite. Ist mir eigentlich relativ egal. Also, dass ich die 680 Abos habe. Nicht, dass ihr mir egal seid. Ich bin natürlich froh darüber, dass ihr alle abonniert habt. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht habt ihr auch euch verklickt. Das kann auch natürlich passieren. Ihr müsst einfach nochmal draufklicken, dann geht's nicht mehr. Aber wenn ihr schon da seid, könnt ihr Glocke aktivieren. Aber ich schweife ab. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich wollte hier einfach einen kleinen Real Talk jetzt nochmal machen, wo ich, ja, ohne Skript bei euch sage, danke. Also, ohne Witz, so 10 Jahre?
ich meine, okay, so die ersten paar Jahre waren alle schon massiv cringe und viele der alten Videos habe ich auch komplett offline genommen. Ich hätte da auch Sachen zeigen können, aber ich dachte mir, nein, das müsst ihr euch nicht geben. Und ich glaube zum Beispiel im Jahre 2016 oder so, habe ich irgendwie nur so zwei, drei Videos, die online sind und dann sind es nur so Intros oder irgendwas Uninteressantes, was du nichts machen kannst. Ne? Jedenfalls, ja, auf der einen Seite kann man es so sehen, ich mache 10 Jahre YouTube und habe erst 680 Abos, meine Videos machen im Durchschnitt nicht mal 100 Aufrufe und ich mache nicht mal 10 Likes. Ja, da entsteht so ein Video, wenn sowas nicht passiert. Aber so sehe ich das gar nicht. Das ist die eine Seite, wie man sehen kann. Ich bin auf der anderen Seite. Ich sehe das nicht so. Oh nein, ich bin nicht Fame geworden. Ich sehe das so. Ich habe die Reise gemacht. Ich habe die 10-jährige Reise gemacht, die ja jetzt immer noch weitergeht. Jetzt, wo wir das Paradox besiegt haben, geht's weiter. Ja. Ja, und mit der Reise meine ich halt einfach alles, was ich gelernt habe, Leute, die ich kennengelernt habe, und generell einfach die Erfahrung, die man gemacht hat. Aber natürlich, das Allerbeste von diesen 10 Jahren war, dass ich manche von euch kennenlernen konnte. Denn egal wie klischeehaft das jetzt klingen soll oder mag, lieber bin ich auf dem Weg, habe euch alle getroffen und bin mit vielen von euch auch dicke, als dass ich auf der Seite bin, wo ich euch alle nicht getroffen habe. Und ich Fame bin. Und der nächste Nintendo wird oder so. Keine Ahnung. Sagen wir mal ehrlich, wäre das so viel besser gewesen, wäre ich den Weg gegangen? Im schlimmsten Fall wäre ich noch so geendet. Hey, du Fortnite-Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Fortnite. Heute spielen wir mal wieder Fortnite. Das Video hat lange gedauert zum Schneiden. Es war wirklich sehr aufwendig. Ich habe super lange hier dran gesessen. Deshalb lasst ein Like da. Aber fragt nicht mich, fragt die Crew! SpongeBob! Hä? Aber ich bin doch auch ein Plüschtier. Ich weiß nicht, warum ich da hinten hinschaue, da ist eigentlich keiner. Ja, auf weitere 10 Jahre. Also ich werde natürlich jetzt immer noch weiterhin Let's Plays machen, da ändert sich nichts. Ich versuche wieder mal geschnittene Videos wöchentlich zu kriegen. Ansonsten alle 2 Wochen, 3 Wochen monatlich. Keine Ahnung, auf jeden Fall es kommen geschnittene Videos. Es ist das allergrößte Problem, dass ich einfach keine Zeit habe. Allein für dieses Video. Schaut euch dieses Video an. Ich habe einfach nur Clips von früher zusammengesucht. Ich habe mir dafür eine Woche frei nehmen müssen. Und selbst dann war es jetzt knapp. Ich hoffe, ich schaffe das sogar mit der Deadline. Ich weiß noch nicht. Ich habe es noch nicht fertig hier. Aber ja, heute vor 10 Jahren habe ich Pokepark Wii Folge 1 hochgeladen. Und Freunde, ich habe es nie beendet. Irgendwie traurig, oder? Wir werden es dieses Jahr ändern. Apropos dieses Jahr, ich habe allgemein für dieses Jahr sehr viele coole Sachen vor. Nicht nur will ich Projekte wie Pokepark Wii endlich zu Ende führen, sondern ich habe auch noch die coolen Sachen hier geplant. Als Einzelspieler ist halt so ein Vorteil. Aber es ist schon herausfordernd. Dreh dich nach rechts, 4 Schritte. Was? Dreh dich nach rechts, 4 Schritte links. Also, so, 1, 2, 3, 4. Junge. Ich will gehen, oh mein Gott. Danke für die Waffen. Nein, das Opfer. Nein, ich bin reingerannt. Okay, genug gespoilert. Junge, ist das dumm. Ja, das Video ist schon fast eine Stunde lang, also. Wir sehen uns nächste Woche im Mario Party. Hey, ganz vergessen zu erwähnen, ich habe jetzt keinen Bock dafür, nochmal die Cam anzumachen, aber falls ich... Sorry. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welcher Clip euer Favorit war und falls ich einen vergessen habe, welchen Clip ich vergessen habe. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Irgendwas fehlt dann noch. Achso, Amogus... Und zum Abschluss gibt's nochmal ein Küsschen an die Community. Ich verpiss euch aus meinem Haus!